Mein Name ist Gudrun Zentes, ich bin seit 2012 Abgeordnete des Landtages in Nordrhein-Westfalen. In meiner Fraktion bin ich zuständig für die Bergbausicherheit und für die Weiterbildung. Ja, ich bin bei den Grünen, weil ich mich da zu Hause fühle, mit meiner Wertevorstellung, auch mit meinen christlichen Wertevorstellungen. Wir arbeiten in allen Themenbereichen nachhaltig und das geht alles getreu nach dem Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt und die sollten wir ihnen auch heile zurücklassen. Ja, ich setze mich unter anderem, das sieht man schon an der Eingangstür meines Büros, dafür ein, den Hambacher Forst zu erhalten. Wir sind der Meinung, dass wir die Kohle, die unter dem Hambacher Forst noch liegt, nicht weiter brauchen und den Wald stehen lassen können für die Bevölkerung als Erholungsgebiet. Wir sind so weit mit den erneuerbaren Energien, dass wir auf die Kohleverstromung da verzichten können. Dann freut sich meine Familie ganz toll. Mein Mann und ich, wir haben 4 Kinder und wir unternehmen noch viel zusammen. Wir wandern, wir fahren zusammen Rad. Und wenn das Wetter schlecht ist und wir nur zu Hause sind, reden wir ganz viel miteinander, kochen zusammen oder spielen. Ja, meine Vision, das ist zum Beispiel der geordnete Ausstieg aus der Braunkohleverstromung im Rheinischen Revier. Und für die Weiterbildungsberatung brauchen wir eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung. Wir brauchen aufsuchende Weiterbildungsberatung. Wir müssen uns der Digitalisierung stellen. Und was gar nicht geht, das sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung.